Kraus rechts ist eins meiner absoluten Lieblingsstrickmuster, weil man es so wunderbar für Tücher benutzen kann. Kraus rechts sieht immer toll aus, es ist super einfach zu stricken, man braucht keine Randmaschen beachten, die Ränder rollen sich nicht. Es ist also das perfekte Tuchstrickmuster und ich zeige es euch heute in diesem Tuch verstrickt, zweifarbig. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen, ich bin Claudia, Strickdesignerin seit 30 Jahren und dieses ist eines meiner Lieblingstücher gestrickt in Kraus rechts und in zwei Farben. Ich habe es euch schon mal in einer einfarbigen Variante vorgestellt, aber dieses Strickmuster ist einfach zu schön, um es nicht auch mal mit einem Verlaufsgarn und einem Unigarn zu verstricken. Und das zeige ich euch jetzt. Ich gebe euch erst eine genaue Tucherklärung, Beschreibung, damit ihr einen Überblick habt. Dann erkläre ich euch, welches Material ihr braucht. Und zu guter Letzt zeige ich euch das Stricken, damit ihr alle Infos habt, um dieses Tuch nacharbeiten zu können. Es ist genau wie das unifarbene Tuch als Dreieck gestrickt. Man fängt unten in der Spitze mit wenigen Maschen an, strickt dann, wie der Pfeil zeigt, nach oben. Das ist die Strickrichtung. Am Anfang der Hinreihen wird nie zugenommen, immer nur am Ende der Hinreihen. Das ist dann die linke Seite, wenn man von oben auf das Tuch von vorne drauf schaut. Ich habe hier in diesem Tuch verstrickt ein Knäuel Noro Mirai, das ist ein Farbverlaufsgarn, und ein Knäuel Juniper Moon Farm Zoe, das ist ein unifarbenes Garn. Und insgesamt komme ich mit beiden Garnen, man braucht jeweils nur ein Knäuel, auf eine Lauflänge von 500-520 Meter. Ich habe gestrickt mit Nadel 5, mit einer Maschenprobe von 18 Maschen auf 10. Und das Tuch hat eine Gesamtlänge von 1,10 Meter und an der Abkettkante hat es auch 1,10 Meter. So strickt es sich. Und es sieht in dieser Mischung zwischen Unigarn und Farbverlaufsgarn wirklich super aus. Ihr braucht also ein Knäuel mit im Farbverlauf, da habe ich die Noro Mirai genommen, und ein Knäuel in Uni, da habe ich Zoe genommen. Und mit diesen beiden Knäueln kommt ihr aus für ein großes Tuch. Es gibt auch noch andere Farben von Mirai. Und wenn man mit Grau kombiniert, weil bei der Zoe gibt es ja wirklich auch die unterschiedlichsten Grau Abstufungen, macht man nie was verkehrt, denn Grau passt sich immer ganz toll an andere Farben an. Ihr seht es ja hier, wie schön sich das ineinander fügt und so hat man ein buntes, aber trotzdem nicht aufdringliches Tuch und das mag ich persönlich immer sehr. In meinem Shop findet ihr die beiden Garne hier, das ist die Mirai, ein ganz tolles, super weiches Sommergarn von Noro und man braucht wie gesagt eins und das hier ist die Zoe, ein Baumwollleinengarn, tolle Farbpalette haben wir da und ihr könnt natürlich auch mit einem anderen Farbton kombinieren, müsst kein Grau nehmen, aber das ist ja jedem selber überlassen. Ich habe dieses Tuch, weil es wirklich so viel Strickspaß bringt, wohin, damit auch nochmal aus der Noro Sonata gestrickt. Das gleiche Tuch, ohne Farbverlauf. Das ist auch eine tolle Variante. Man braucht von jeder Farbe einen Strang. In meinem Shop findet ihr die Sonata hier. Ist ein irre weiches Sommergarn von Noro. Wirklich auch interessant von den Färbungen her.
Und Sonata könnte man auch in Schwarz-Weiß machen. Das Weiß ist zwar nicht so rein weiß, hat so einen wolligen Ton, aber ich finde es trotzdem sehr schön. Schwarz, ist hier so ein bisschen duster, zu sehen, aber in Schwarz-Weiß wäre das auch eine sehr schicke Sache, wenn man mal etwas Gedeckteres haben möchte. So, das war alles zum Material. Ihr habt ja die Lauflängen und die Größe, das heißt, ihr könnt auch euer eigenes Garn nehmen, wie immer bei mir. Und zeige ich euch, wie es gestrickt wird. So, man fängt unten an, in der Spitze mit 3 Maschen. Mit der ersten Farbe. Ich habe bei meinem Tuch mit der Noro Mirai angefangen und ihr schlagt genau wie bei dem Uni-Tuch, was ich euch schon mal vorgestellt habe, erstmal 3 Maschen an. Maschenanschlag, Technik ist dabei egal. Macht euren Lieblingsanschlag oder wie ich den Kreuzanschlag. Strickt die erste Reihe, was bei mir immer eine Rückreihe ist, einfach nur rechts ab. Und wechselt zur zweiten Farbe. Ich stricke das komplette Tuch nur mit rechten Maschen, Randmaschen rechts. So, und nehmt jetzt die zweite Farbe dazu. Wir sind am Anfang einer Hinreihe. Da kommen ja keine Zunahmen. Und ich stricke jetzt rechts bis zur letzten Masche und verdoppel diese, indem ich einmal von vorne und einmal von hinten einsteche. Rückreihe ohne Zunahmen, nur rechts. Es kommt wieder eine Hinreihe. Und ich hole mir den Faden von hinten und schlinge ihn einmal um, ich bin irritiert, weil es hier so ein bisschen unscharf ist, schlinge ihn einmal um den rosanen Faden herum, ein bisschen stramm anziehen. Gesagt, bin wieder am Anfang meiner Hinreihe, stricke rechte Maschen bis zum Ende der Reihe. Und verdoppel die letzte Masche. Zunahmen immer nur am Ende einer Hinreihe. Rückreihe, alle Maschen rechts. So. Es kommt wieder eine Hinreihe in Rosa, also in der zweiten Farbe. Ich nehme mir den Faden von hinten unten und schlinge ihn um den ersten Faden, den grünen Faden herum. Strick alle meine Maschen rechts bis zur letzten Masche der Hinreihe. Diese wird verdoppelt. Rückreihe wird rechts gestrickt. Und das ist auch schon das ganze Prinzip. Alle 2 Reihen wird die Farbe gewechselt. Ihr holt euch den Faden von hinten nach oben, wickelt ihn einmal um den Faden der Vorreihe herum, dass der gehalten wird an der Kante. Strickt die Hinreihe rechts bis zur letzten Masche. Verdoppelt die letzte Masche der Hinreihe
und strickt die Rückreihe ohne Zunahmen, nur mit rechten Maschen zurück. Das Ganze macht ihr so lange, bis eure Wolle aufgebraucht ist oder bis das Tuch groß genug geworden ist. So, jetzt habe ich hier natürlich Faden, Gedöns, aber ihr könnt es euch vorstellen. Bei dem Sonata-Tuch sieht das genauso aus. Moment, wo ist der Anfang? Hier ist der Anfang. Sieht es genauso aus. Alle zwei Reihen, die Farbe wechseln. Und das war's. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Eine weitere Tuchanregung für ein ganz einfaches Tuch. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.